Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, hohes Haus. Es hat bisher noch keiner meiner Vorredner über Zahlen gesprochen. Daher werde ich einmal sagen, worum es überhaupt geht bei diesem, oder um welche Zahlen es überhaupt geht bei diesem Finanzausgleich. Das Gesamtvolumen der Überweisungen an Länder und Gemeinden durch den Bund beträgt 25,7 Milliarden, wobei knapp 16 Milliarden an die Länder und 9,7 Milliarden an die Gemeinden fließen. Und ab 2017 erhalten die Gemeinden um 300 Millionen Euro zweckungebunden mehr und einmalig 125 Millionen zur Abdeckung oder Bewältigung des Migrantenansturms. Was diese Zahlen allerdings verschweigen, ist das abermalige Scheitern eines Finanzministers an einer grundlegenden Reform. Weil wenn man sich die großen Ziele anschaut, die der Herr Finanzminister gehabt hat, als er in die Verhandlungen mit den Ländern gegangen ist, Zusammenführung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung oder etwa Aufgabenorientierung, eine Einführung, muss man sagen, der Herr Finanzminister ist auch hier wieder mal grandios gescheitert. Und Herr Finanzminister, Sie reihen sich da in eine Chronologie quasi des Scheiterns, weil wenn man sich Ihren Vorgänger Josef Bröll, wenn man sich das in Erinnerung ruft, der hat ja 2010 schon versucht, hier grundlegende Reformen durchzuführen. Er ist halt nur am Veto vor allem von Niederösterreich und Wien gescheitert. Und der Versuch damals mit einer Transparenzdatenbank ein bisschen Transparenz hineinzubringen, die funktioniert ja bis heute noch nicht. Aber warum, kann man sich jetzt die Frage stellen, wehren sich so manche Landeshauptleute so strikt gegen die Zusammenführung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung, also gegen Maßnahmen, die eigentlich den Föderalismus stärken sollten? Die Antwort ist so simpel wie billig. Es ist ja viel einfacher, Geld zu verteilen, dass jemand anderer oder Gelder, muss man sagen, zu verteilen, die jemand anderer einziehen muss. Andernfalls müssten sich ja sonst die Landeshauptleute vor ihren Wählern für Budgetüberziehungen und damit verbundene Abgabenerhöhungen rechtfertigen. Und das ist ein äußerst unangenehmes Szenario für so manchen Landeshauptmann, und deswegen wird die Steuerautonomie auch abgelehnt. Und ähnlich verhält sich es bei der Aufgabenorientierung. Ein Abgehen vom Verteilungsschlüssel nach Bevölkerungszahl könnte ja dem bevölkerungsreichsten Bundesland zum Nachteil gereichen, und das erklärt auch den Widerstand der SPÖ, die ja übrigens gerade für eine Erhöhung des Wiener Schuldenstands um mindestens 570 Millionen gesorgt hat. Und damit ist auch klar, warum zu guter Letzt die Transparenzdatenbank noch immer nicht implementiert worden ist, weil manchen Ländern offensichtlich gar nicht an Transparenz oder an einem Ausholzen des Förderdschungels gelegen ist. Und interessanterweise leistet auch hier wieder die SPÖ Wien an vorderster Front Widerstand. Und das ist eben die Krux an dieser Bundesregierung. Selbst wenn sich einmal Teile zumindest dieser Regierung zu einer Reform aufraffen möchten, dann scheitern sie an den inneren Widerständen. Einmal ist ein mächtiger Landeshauptmann dagegen, dann wieder ein Gewerkschaftsboss oder irgendein Kammerfunktionär. Einer ist immer dagegen, und weitergehen tut nichts. Und so bleibt halt, Herr Bundesminister, alles beim Alten und wird von Jahr zu Jahr damit auch schlimmer. Und die Steuerzahler können dann nur ohnmächtig zuschauen und sich über die Untätigkeit der Regierung ärgern. Aber Sie brauchen sich nicht wundern, Herr Finanzminister, am Wahltag, wenn Ihnen dann die Zeche für diese desaströse Regierungspolitik präsentiert wird.